Hallihallo, liebe Zuhörer, hier ist wieder der Callcenter-Crasher. Den Sinn der folgenden Anrufe habe ich lange nicht verstanden, denn ich sollte bei denen einzahlen und der stammelnde Betrüger konnte mir nicht mal eine Webseite nennen. Alles völlig bekloppt. Aber hört es euch gerne an. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Hallo. Konrad Wagenmann, ich müsste mit Herrn Würfelsburger sprechen. Bitte, wer ist da bitte? Herr Würfelsburger, mein Name ist Konrad Ackermann. Mit wem wollen Sie sprechen? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Sigismund, okay. Sigismund Würfelsburger. Ja, das bin ich. Röffelsburger. Löffelsburger, ja, ich müsste mit Herrn Löffelsburger sprechen. Darf Ja, ich? der bin ich. Oh. Okay. Es ist angenehm, mit Ihnen zu sprechen, Herr Löffelsburger, und wir sprechen in Bezug auf Ihre Investitionsvorhaben. Sie Ja. haben bei uns Ihren Nachteil hinterlassen, dass Sie in der Investierung interessiert sind. Ja, das ist ja schon eine Weile her. Wann war denn das? Wann war das? Richtig. Wann habe ich bei Ihnen eine Nachricht hinterlassen? Das haben Sie im Internet gemacht Ja, und wann? eine präzise Zeit können wir Ihnen leider nie sagen. Warum nicht? Das müssen Sie doch wissen, wenn ich das bei Ihnen gemacht habe. Sie haben das bei einer Seite gemacht. Und auf dieser Seite haben wir nicht einen besonderen Zugriff, um die Zeit zu wissen. Bitte? Was haben Sie nicht? Wenn ich... Einen Zugriff, um die Zeit genau zu wissen. Doch, das müssen Sie doch haben. Welche Firma sind Sie denn? Unsere Firma WixChange und wir handeln an der Börse. Das ist unser Geschäft. Wie heißt die Firma? WixChange. Wie schreibt sich das? Können Sie es buchstabieren? FV Was, FV? V, ja, wie Volkswagen. Ja, V? F E? X Ja. C C? C, ja, C. C, 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 wie ja. Chemie, ja. Hamburg, hey? Hamburg, ja. H heißt der Buchstabe. Ja, Hamburg, wie Hamburg, ja. Und dann A. Ja. Dann N. Ja. Dann G, wie Gemeinde. Ja. Und E am Ende. Ja. Also in Englisch, wenn Sie das in Englisch gelesen, das würde WixChange. Okay, und die Top-Level-Domain? .de? Sie, bitte? .de, .com? Nein, es gibt keinen Punkt. Sie haben nicht von dem Namen der Firma gefragt und ich habe Ihnen die Antwort gegeben, Ja, um welchen ich Namen habe geht. gefragt nach der Webseite, WixChange, und dann muss da ja eine Top-Level-Domain kommen. Unter diesem Namen können Sie die Informationen im Internet nachzuholen. Ich möchte Das Ihre können Webseite Sie. gerne wissen. Unter dieses. Ihre Webseite, verstehen Sie mich? Ihre Ja, ich Plattform. verstehe. Ihre Plattform. Nein, Ihre Plattform, nicht meine. Sie haben bei uns bei Plattform ID 20913 sei registriert. Nee, habe ich, das sagt mir gar nichts. Und mit dieser Firma arbeiten wir zusammen Ja, und und wollen Ihnen welches ist jetzt Ihre Plattform, Ihre Handelsplattform? genau wie Ihnen gesagt habe, WixChange. Ja, .com, .de. Was Also Sie heißt wollen genau.
Ich möchte Sie Ihre... wollen genau uns, ich habe Sie? verstanden, Sie wollen, ich habe verstanden, Sie, das Sie wollen genau ich. Unsere Adresse, Sie wollen genau unsere Webadresse wissen. Richtig, genau. Ja, das verstehe ich. Ja, dann nennen Sie die mal. Natürlich kann ich Ihnen diese Nachricht dann mit der E-Mail schicken. Nee, die können Sie mir einfach sagen. Einfach sagen. Einfach. Vexchange. Punkt. Punkt. De. Ja. Vexchange.de. Gut, dann schauen wir doch mal. So. Vexchange.de. Bis jetzt hat sich noch nichts geöffnet. Bis jetzt hat sich immer noch nichts geöffnet. Alles klar. Herr Süßes-Burkhardt, aber es geht darum, dass Sie bei einem anderen Projekt gespielt haben. Also die Seite vexchange.de gibt es nicht. Ich habe verstanden. Gut. Das gibt sie nicht. Genau. Ja, also haben Sie mir eine falsche Nummer, eine falsche Webadresse gesagt. Ja. Also sind Sie ein Betrüger? Nein, nicht. Ja, keinesfalls. Okay. Also, welches ist denn Ihre Plattform? Welche Plattform? Ja, Ihre Handelsplattform. Ihre Frage habe Welcher? Ich verstanden. Ja, nee, Sie haben, Frage, sie, ja nicht, sie haben sie ja falsch beantwortet. Welches ist Ihre Handelsplattform? Von welcher Firma rufen Frage, Sie an? Ihre Frage habe ich verstanden. Und ja, aber nicht beantwortet. Ich habe Ihnen gesagt, den Namen der Firma habe ich Ihnen gesagt. Ja, und... Sie möchten nicht die Adresse im Internet wissen. Ich Doch, sage möchte Ihnen, ich, Herr möchte ich. Möchte ich. Diese Dienstinformation werde ich nachholen. Okay. Deshalb, leider wurde mir niemand diese Frage gesagt. So kann ich Ihnen sofort Ach, Sie aus kennen dem Ihre Tech-Live eigene, Sie nicht kennen sagen. Ihre eigene Internetseite nicht? Das kann sein. Warum nicht? Ja, Sie sind eine Firma, die eigene Webseite nicht kennt. Deshalb bei uns gibt es ein anderes Verfahren. Ich möchte Ihnen genau dieses Verfahren erklären. Was gibt es bei Ihnen? Ein anderes Verfahren. Und ich Für was denn? Ich wollte Ihnen genau dieses Verfahren erklären. Ja, dann erklären Sie mal. Sie haben bei uns registriert mit einem Projektname ID. 209193. Ja, das ist die Plattform. Und es geht darum, dass wir mit Ihnen das Geld verdienen können, wenn Sie auf diese Plattform etwas investieren. Das geht darum. Gut, dann buchstabieren Sie mal die Plattform. Okay. ID. Also nochmal, versuchen Sie es mal auf Deutsch. Wie, was heißt B? B wie Bertha, P wie Paula? Nein, das heißt wie, Moment mal, wie Interesse zum Beispiel. Bitte? I wie Ida. Interesse. I wie Interesse. Ja. Zweiter Buchstabe? D. D wie Dora? Ja, dann 2-0, dann gibt es die Ziffer, 209193. Langsam. 209193. 3, ja. Und dann 3. Mhm. Und dann? Dann 0.0. Null. Also,
Ida Dora 2019930.00. Genau. Und was ist das für eine Nummer? Das ist die Nummer des Projekts, bei welchem? Bitte was? Das ist der Name des Projekts, bei welchem Sie bei uns sich registriert haben. Habe ich etwas nicht klar gesagt? Ja, schon, aber Sie sagten, bei Ihnen kann ich investieren. Wo kann ich denn da investieren? Sie können bei uns investieren. Das haben Sie doch gesagt. Ich kann bei Ihnen investieren. Wo kann ich dann investieren? Bei unserer Firma Exchange, das habe ich Ihnen gesagt. Ja, dann sagen Sie mir doch endlich die Webseite, wo ich registriert habe oder wo ich investieren kann. Wir arbeiten mit dieser Plattform zusammen. Ja, gut, okay. Dann sagen okay. Sie mir doch mal die Plattform. Exchange.de gibt es nicht. Ja, okay, Moment mal. Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht, mit der Sie zusammenarbeiten? Hallo? Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Was ist denn mit Ihrem Telefon los? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Hallo? Ihr Telefon ist kaputt. Was ist denn da los? Hallo? Also wenn Ihr Telefon kaputt ist, dann lege ich Hallo, auf. Hallo, ich verstehe. Wo waren Sie denn? Ich sollte mit meinen Kollegen darüber sprechen. Ja, dann sagen Sie das doch gefälligst. Hallo, dann sagen Sie das gefälligst vorher. So einfach den Telefonhörer dazu nebenzulegen, ist sehr unfreundlich. Sollten Sie das nochmal machen, werde ich sofort auflegen. Haben wir uns soweit verstanden? Ja oder nein? Was ist Ihre Frage? Ihre Frage bitte. Nochmal, wenn Sie nochmal den Telefonhörer daneben legen oder Sie stumm schalten, dann werde ich sofort auflegen. Haben wir uns soweit verstanden? Sie können uns verstehen, dass wir sind eine Firma, die zusammen ich mit habe Sie, haben Sie gerade in Hallo, haben Sie gerade okay. verstanden, was ich gesagt okay. habe? Ja. Was habe ich denn gesagt? Sie wollen von uns wissen, welche Firma wir sind. Nein, ich habe gerade etwas gesagt und Sie haben gar nichts verstanden. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Also, sollten Sie noch einmal den Telefonhörer daneben legen oder Sie stumm schalten, werde ich sofort auflegen. Ist das soweit angekommen bei Ihnen? Nein, das ist bei uns nicht angekommen. Sie verstehen gar kein Deutsch. Also, wie heißt jetzt Ihre Webseite? Exchange.de gibt es nicht. Hallo. Ja, ich warte doch auf die Antwort. Herr Süffelsburg, Sie wollen wissen, wie heißt unsere Seite, ja? Richtig. Selbst Exchange können Sie nicht finden. Das besteht. Exchange, hallo. Exchange.de kann ich nicht finden. Die gibt es nicht. Und haben Sie eine Registrierung im Internet durchgemacht überhaupt? Hallo, verstehen Sie, was ich Vielleicht, sage? Ja, ich verstehe. Ja, dann sagen Sie mir doch. Hallo, mal zuhören. Die Webseite wächst. Ja, hören Sie zu und schweigen Sie. Die Seite exchange.de gibt es nicht.
hat Ihre Seite eine andere Endung, zum Beispiel .com, .io oder sonst irgendwie? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann beantworten Sie doch meine Frage. Leider soll ich Ihre Fragen mit meinen Kollegen gerade nachholen. Ja, ich denke, das haben Sie schon gemacht. Deshalb, das haben Sie doch schon gemacht. Aus diesem Grund haben wir diese Pause. Ja, natürlich. Ja, ja, ich aber, habe verstanden. Ja, haben Sie denn jetzt die Info bekommen oder nicht? Deshalb, die Fragen sind für uns Was reden Sie denn da? Sie stottern so dermaßen, Sie sprechen kein Deutsch. Welches ist jetzt Ihre Webseite? Suchen. Wir suchen nach unserer Webseite. Genau. Suchen Sie bei Ihrer Webseite und rufen Sie mich an, wenn Sie sie gefunden haben. Das braucht eine Zeit. Moment mal. Ja gut, okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann suchen Sie jetzt mal Ihre Webseite. Bis jetzt war es ja sehr abenteuerlich. Aber nun wird es völlig abstrus. Es dauerte 4,5 Minuten, bis der gute Betrüger wieder ans Telefon kam. Hört, wie es weitergeht. Hallo. Hallo. Herr Wüffelsbürger, sprechen Sie noch? Es ist sehr laut. Ich höre Sie kaum. Sie müssen lauter sprechen. Ja, ja, Moment. Hallo. Hallo, ja. Jetzt sprechen Sie. Ich spreche sehr laut. Ja, gut. Ja, also. Okay. Also, verzeihen Sie bitte diese Pausen. Ich sollte bei meinen Kollegen den Rat nachholen, ja? Und jetzt kann ich mit Ihnen sprechen. Verzeihen ja. Sie bitte. Das geschieht. Das kann sein. Arbeitssituation und so im Beruf, das geschieht. In diesem Bereich, also, wir haben bei unserer Firma, ich meine, Wexchange, genau das, Wexchange. Diese Firma residiert sich in Düsseldorf, in Deutschland, ja? Wofür brauchen Sie diese Information über die Seite und so? Ich möchte gerne wissen, wo ich handeln kann. In Düsseldorf, Deutschland. Die Frage ist, auf welcher Plattform, Webseite ich handeln kann. Ja, ich habe verstanden. Ja, aber Sie haben sie nicht beantwortet. Ich habe verstanden. Bei uns geht es so. Ich verstehe, dass Sie haben eine Angst. Nein, ich habe keine Angst, weil wovor soll ich Angst haben? Ich weiß ja noch nicht bei Ihrer Webseite. Wovor sollte ich Angst haben? Okay, Sie haben keine Angst. Richtig. Das ist noch besser. Das ist noch besser, dass Sie keine Angst haben. Aber bei uns geschieht es so. Unser Verfahren bei dieser Handlung ist so, dass Sie bei uns hinterlassen Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, Ihre Kontakte. Das haben wir. Anders konnte ich Sie nicht anrufen. Anders könnte ich das nicht machen. Ich rief Sie nur deshalb an, weil ich Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, ich meine, und Ihre Rufnummer haben. Anders konnte ich nicht mit Ihnen nicht sprechen. Sie haben das selbst im Internet hinterlassen. Nur aus diesem Grund rufe ich Sie an. Ja? Unsere Firma arbeitet mit verschiedenen Plattformen im Internet zusammen, im Verschiedenen. Nicht nur mit Krypto und auch mit anderen Firmen, auch die großen Firmen wie Aral, FNW und auch andere sind unsere Partner. Und unser Verfahren ist, dass Sie bei uns Geld anlegen, Sie als ein Bürger, okay, Sie legen das Geld an, und dann, dieses Geld wird für bösen Handel dann bei uns genutzt. Auf der Börse, das verstehen Sie vielleicht auch, können Sie viel mehr Geld verdienen als zum Beispiel bei Festgeldanlagen in Bank. Das ist auch für Ihnen so gleich. Ich glaube, so ein erfahrener Bürger wie Sie, vielleicht wissen Sie sehr gut. Und so ist genau das meine Aufgabe als Mitarbeiter,
meine Aufgabe ist diese, des Mitarbeiters ist, mit Ihnen diesen initialen Kontakt zu machen, diesen Anfangskontakt. Dann erkläre ich Ihnen Ihre Optionen, die Sie zur Wahl haben bei uns. Sie wählen eine Option für Sie und arbeiten mit uns zusammen. Darf ich mal fragen, was daran lustig ist? Lustig ist. Ja, warum lachen Sie? Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ich verstehe, dass Sie uns für einen Betrüger halten. Und ja, weil Sie bis jetzt konnten Sie doch gar nichts sagen. Wo kann ich denn handeln bei Ihnen? Wo kann ich Geld einzahlen? Wir können Sie bei uns handeln. Das war meine Frage, dass Sie immer noch nicht verstanden haben und beantwortet habe haben. Ich habe nicht. Verstanden. Ich habe verstanden Ihre Fragen. Ich habe verstanden Ihre Fragen. Aber Sie haben sie und nicht beantwortet. Noch einmal bitte, was soll ich nicht beantworten? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Welche genau Frage, bitte? Oh, ich denke, Sie haben so gut verstanden. Ich habe gut verstanden, dass Sie möchten wissen, auf welche Art und Weise Sie im Internet unsere Seite anrufen können und dann für sich zum Schluss kommen, dass wir kein Betrüger sind. Das verstehe ich so. Oder das ist anders. Aus einem anderen Grund fragen Sie mir diese Frage. Ich frage Sie, wo ich bei Ihnen handeln kann. Ganz klare Frage. Wo kann ich bei Ihnen handeln? Ja, okay. Wo können Sie bei uns handeln? Bei uns geht es so, ich erkläre Ihnen, bei uns gibt es zwei Optionen. Eine Option ist, wenn Sie mit einem Analytiker verbunden sind, wenn Sie mit unserem Analytiker verbunden sind, mit ihm lösen Sie alle Fragen überhaupt. Sie machen mit ihm eine Strategie, Sie besprechen mit ihm die genaue Geldanlage, alles das machen Sie mit unserem Analytiker, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Dann Sie unterzeichnen mit unserer Firma Vertrag. Den Vertrag, Sie unterzeichnen diesen Vertrag und in diesem Vertrag ist alles gesichert. Und auf der Basis dieses Vertrags arbeiten Sie mit unserer Firma zusammen. So es geht. Ja. Dann geben Sie mir doch mal den Analytiker, wenn der mir die Fragen beantwortet. Sind Sie einverstanden, mit uns zu arbeiten, ja? Ja, je nachdem, was Sie mir sagen. Bis jetzt haben Sie mir doch gar nichts richtig gesagt. Ich habe so genau erklärt. Dann geben Sie mir bitte mal den Analytiker, damit ich mit denen sprechen kann. Vielleicht spricht der ja besser Deutsch. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass er spricht besser Deutsch. Gut, dann los. Okay. Mal ehrlich, habt ihr irgendetwas verstanden von dem, was er da gestammelt hat? Ich jedenfalls nicht. Nun macht er sich jedenfalls auf die Suche nach einem Mitarbeiter, der besser Deutsch spricht. Diese Suche dauerte auch 2,5 Minuten, die ich euch weggeschnitten habe. Und mal sehen, wie es weitergeht. Hallo. Ja. Herr Würfelsburger? Bitte verzeihen diese Pausen. Ich bin nicht so gut an diesen Sachen bekannt. So, es gibt diese Pausen. Ich muss ständig mit meinen Kollegen darüber beraten, wie ihre Fragen beantworten. Bitte verzeihen Sie. Also, wie wird das machen? Wenn Sie bei uns wenn Sie mit unserer Firma zusammenarbeiten, dann es geschieht mit Ihrer Kreditkarte. Bei uns gehen Visa oder Mastercard. Haben Sie eine Karte? Visa oder Mastercard? Nein. Sie haben keine Karte. Denn wir machen dies nur durch diese Karte, die Zusammenarbeit. Ja gut, dann suche ich mir eine andere Firma. Kein Problem. Ich habe nur Banküberweisung. Sie können eine Überweisung zu uns machen? Richtig. Durch eine
Durch eine Kreditkarte Visa Nein, oder Mastercard? Aha. keine Kreditkarte, eine Banküberweisung, Eine SEPA-Überweisung. Banküberweisung. Ja, ich habe verstanden. E-Banküberweisung. E-Bank, eine Banküberweisung, SEPA-Überweisung. Hallo, Hallo. Herr Sitzungsbürger. Hallo. Das geht so. Wir sollen eine IBAN von Ihnen haben. Nee, Wenn wir diese ich brauche IBAN die IBAN haben, von Ihnen. Sie brauchen die IBAN von uns. Verstehe, Richtig. verstehe. Das habe ich verstanden. Okay. Bei uns geht es nur so, nur auf diese Art und Weise. Anders können wir das nicht machen. Wenn wir an dieser Zusammenarbeit interessiert sind, dann Sie wollen bekommen doch wir von Geld von Ihnen. mir, Sie wollen doch Geld von mir bekommen und Sie wollen nicht mir Geld überweisen. Oder wollen Sie mir Geld Das ist schicken? wir möchten Ihnen kein Geld schicken. Na also, Wir da brauche brauchen von ich Ihnen. Ihre IBAN. Ihre IBAN brauche ich. Wir brauchen Ihre IBAN, um Ihnen generieren, das Geld Nein, Überweisung brauchen zu Sie nicht. generieren. Nein, brauchen Sie nicht. Ich arbeite seit Jahren mit verschiedensten Banken zusammen. Und wenn Sie das, Ja, wenn, ich verstehe. da brauchen Sie keine IBAN von mir, ich brauche nur eine IBAN von Ihnen. Ich verstehe, aber in diesem Fall arbeiten Sie nicht mit einer Bank. Sie arbeiten in diesem Fall mit einer Firma, die auf der Börse handelt. Ja, und die hat auch eine Bank. Und wann diese Firma auf der Börse handelt, dann brauchen wir von Ihnen eine Geldanlage. Und diese Geldanlage von Ihnen zu bekommen, das fängt mit 250 Euro an. Dafür brauchen wir Ihre IBAN. Nein, Dann brauchen Sie mit dieser nicht. IBAN. Brauchen Sie nicht. Ich arbeite seit Warum? Jahren mit verschiedenen Banken zusammen. Das ist Blödsinn, was Sie jetzt erzählen. Das stimmt nicht. Herr Düsselsburg, es scheint uns, dass Sie eine sehr negative Erfahrung haben. Nein, ich habe keine Nicht negative. Lassen Sie mich bitte mit ausreden. Banken. Ich habe keine negative Erfahrung. Ich weiß nur, wie Banken arbeiten. Aber wir sind kein Bank, keine Bank. Aber Sie wollen über Bank Geld von mir bekommen. Das wollen wir. Ja, Das eben. wollen wir, um Ihr Geld auf dem Börse, in den Börsenhandel zu investieren und dann das Geld mitverdienen und damit auch Sie bei uns mitverdienen können. Schicken Das Sie mir können doch, wir machen. wissen Sie was? Sie haben ja meine E-Mail-Adresse. Haben. Ja, haben Sie. Ja oder nein? Wir haben Ihre E-Mail-Adresse. Gut, dann senden Sie Ich mir kann einfach, Ihnen buchstabieren. dann senden Sie mir doch Das einfach mal eine E-Mail von Ihrer Firma. können wir. Genau, ich warte. Können Sie auf diese Antwort von Ihnen, mit dieser Antwort von Ihnen rechnen, um von Ihnen diese IBAN zu kriegen? Das habe ich. Das habe Ja, ich. schicken Sie doch erstmal die E-Mail. Bis jetzt Okay, wir weiß. können. Ja, schicken Sie, ich warte. Ich schicke Ihnen E-Mail Ja, ich warte. Ich auch. warte. Okay, Sie bleiben ich habe am Telefon. Ich warte so lange, bis die E-Mail da ist. kein Problem. Ich schreibe nur. Ja. Moment. Hallo. Musste aber dem Rechner zeigen, dass ich kein Robot bin. Deshalb eine Pause. Noch einmal. Hallo? Nun wollte er mir also eine E-Mail schreiben. Nach seinem Moment habe ich mehr als 5 Minuten herausgeschnitten, in denen er wohl die Buchstaben auf seiner Tastatur gesucht hat.
Danach musste er ja, wie er gesagt hat, dem Rechner zeigen, dass er kein Mowo ist, weswegen wieder eine Pause kam. Ich habe danach nochmal nachgefragt und er zog es vor, aufzulegen. Aber das sollte ja nicht alles gewesen sein. Hört zu, wie es weitergeht. Hallo? Hallo, hörst du mich, Schmutzgas? Ja? Ja, guten Tag noch einmal. Verzeihen Sie uns bitte, das war noch eine Pause. Die E-Mail haben wir Ihnen schon geschickt. Ja, hallo? Jetzt. Ah ja, jetzt, ich sehe es gerade, ja. Ja, ja, ja. Sie haben mit uns gesprochen, ja. Und die Mail, ich habe Ihnen geschickt. Ja. Also vielleicht haben Sie noch eigene Fragen. Ja. Die würden Sie gerne beantworten. Ja, erstmal möchte ich gerne wissen, Sie haben ja keine Firmen-E-Mail-Adresse. Warum sind die von einer privaten E-Mail-Adresse? Das ist die Adresse, die ich bei dieser Firma habe. Ja, nee, eine Firma hat immer eine Firmen-E-Mail-Adresse. Ich habe verstanden. Sie wollen, dass die Adresse war mit Ihrer Firma. Leider, Herr Wiffelsburgkeit, bei dieser Firma habe ich nur diese korporative Adresse. Nicht ja, ich anders, weiß ja noch nicht mal, ich weiß ja noch nicht mal, welche Firma Sie sind. Das steht auch nicht in der E-Mail. Sie wollen eine Kontonummer von mir haben und bieten mir gar nichts. Sie geben mir keinerlei Informationen. Wir haben Ihnen alle Informationen Nein, gegeben. Nein, Sie haben mir keine gegeben. Vexchange.de gibt es nicht. Okay, ich habe verstanden. Dann, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse schon von uns. Sie haben diese E-Mail zur Verfügung. Sie können uns die Antworten schreiben. Sie müssen erst mal Antworten liefern. Sie haben noch nicht eine Frage beantwortet. Noch nicht eine. Sie kriegen von mir gar nichts, wenn Sie nicht Antworten liefern. Senden Sie mir Ihre Firma, Ihr Link zu Ihrer Firma und dann geht's weiter. Vorher geht's nicht weiter. Ich habe verstanden. Vielen Gut. Dank. Ich habe verstanden. Vielen Gut. Dank auf die Hören. Ja, tschüss. Ja. Guten Tag, Herr Wiffelsburgkart. Bitte? Herr Wiffelsburgkart, guten Tag. Guten Tag. Es ist Konrad Ackermann am Apparat. Wir sprachen mit Ihnen gestern. Erinnern Sie sich daran? Nee. Gestern gesprochen wir mit Ihnen über Ihre Investitionsvorhaben. Ja? Und ich habe Ihnen schon einen E-Mail geschickt. Davon könnten Sie auslesen, wie das alles geschieht. Ja, müsste ich erst mal gucken. Na, bitte, bitte. Von gestern. Ja, das hatte ich jetzt verstanden, ja. Also, das Prinzip unserer Firma ist, dass Sie legen bei uns das Geld an, dieses Geld dann benutzen wird, um auf der Börse zu verdienen. Das Prinzip ist, dass Sie verdienen und wir verdienen. Das ist sehr einfach. Ja, aber welche Firma sind Sie denn? Welche Firma? Ja, das steht in der E-Mail nicht drin. Wir sind Firma Wexchange. Und wir haben mit Ihnen schon darüber gesprochen. Ja, aber warum haben Sie denn keine E-Mail von einer Firma? Da müssen Sie doch eine Firma haben von Wexchange und nicht von Gmail. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, gut. Bei uns, dass es so verfahren ist, dass wir nur solche Mail haben. Ist das so ein großes Problem für Sie? Ja, natürlich, weil ich weiß ja gar nicht, ob Sie von der Firma arbeiten, ob Sie von der Firma sind. Deswegen gibt es ja extra Firmen-E-Mail-Adressen. Das ist nur ein Problem, das Sie bei uns haben. Oder richtig, es ja, gibt noch ja, andere Firmen haben eine Firmen-E-Mail-Adresse.
Also vielleicht haben Sie noch andere Fragen in Bezug auf unsere eventuelle Zusammenarbeit, Ja. damit ich alles konnte im Komplex beantworten. Und Ja. nicht jedes Mal rufen Sie vielleicht noch andere Fragen. Bitte sagen Sie, Ja, die was für Frage war, Fragen haben Sie? die Bitte? Frage war, ich lese gerade noch mal die E-Mail. Ja, Wie kann man zu Ihnen überweisen? Zwei, okay. Ja, ich warte auf die Antwort. Okay, also diese zwei Fragen. Erstmal die von zwei. Uns bekommen. Erstmal möchte ich erstmal die zwei Antworten erstmal, haben. Erstmal die zwei und dann sprechen wir doch einmal. Okay, ich habe verstanden. Ich beantworte Ihre Fragen. Ja, ich warte jetzt drauf. Und dann. Nee, nicht per E-Mail. Jetzt am morgen. Telefon. Jetzt am Telefon. Am Telefon. Ja. Am Telefon. Ist das kein so Problem, schwer? Kein Problem. Am Telefon, das ist noch besser. Also, die Fragen, welche Firmen sind will und warum schicken wir Ihnen die Mail nur mit in Gmail, ja? Richtig. Und noch nicht mit unseren Firmen. Das so geschieht, deshalb unser Verfahren ist. Verstehen Sie, wenn ich nee, bei einer ich Firma nicht. Angestellt bin, Sie sind in einer Firma angestellt und da müssen Sie eine Firmen-E-Mail-Adresse haben und keine Privatleute-E-Mail-Adresse. Nein. Ich kann Ihnen sagen, dass in allen Firmen, in denen ich vor dieser Anstellung gearbeitet habe, habe es genauso, wie das Sie es sagen. Also ja, ich kenne Hunderte und Tausende von Firmen, die haben eine Firmen-E-Mail-Adresse und nutzen keine private E-Mail-Adresse. Ja, ich weiß ja nicht, in welchen Firmen Sie arbeiten, aber seriös klingt das nicht. Ja, ich verstehe, aber gut. Für mich, das war kein Problem, wenn ich angestellt war, das war für mich überhaupt kein Problem. Ja, und aber für Ihre gut, Kunden ist es ein Problem. Kunde. Sie ist unser erster Kunde, der damit Bitte? Probleme hat. Bitte? Sie sind unser erster Kunde, der damit Probleme hat. Gut, okay. So, zweite Frage. Wie kann ich zu Ihnen Weiter. Geld transferieren? Ich verstehe. Okay, also. Im Grunde genommen können Sie das durch Visa und Mastercard haben. Aber das ist nicht notwendig. Sie können das auch anders machen. Dafür sollen wir eine IBAN von Ihnen haben. Nee, dann Sie, ich brauche eine IBAN von Ihnen. Ich soll Ihnen doch Geld ich überweisen. Verstehe. Ja, ich Gut, verstehe. Dann ich schicken verstehe. Sie mir Ihre ich IBAN. Wenn Sie uns Ihre IBAN schicken, dann Nein. erstellen wir Dann erstellen wir für Sie eine Rechnung und in diese Rechnung Dazu bekommen brauchen, Sie auch da, die IBAN. Nein, brauche ich nicht. Sie müssen mir Ihre IBAN schicken, damit Sie mir eine Rechnung stellen können. Ihre IBAN, nicht meine IBAN. Ich verstehe. Es ja gut, dann ja, verschiedene dann, Verfahren, um das Geld zu beweisen. Ich arbeite jahrelang mit Banken. Noch nie hat eine Bank für eine Überweisung die IBAN des Überweisers gewollt. Noch nie. Ich Noch habe nie. Keine Bank will das. Keine Bank will das. Ja, ich verstehe. Bei uns der Verfahren ja, ist so, wie ich Ihnen erkläre. Ja, das hat aber nichts mit der Bank zu tun. Wir bekommen von unseren Kunden eine IBAN, stellen die Rechnung auf dieser Basis und dann schicken Ihnen diese Rechnung zurück. Und Ihre Aufgabe dann ist nur, dieses Geld zu beweisen und alles klar. In dieser Richtung bekommen Sie auch die IBAN von uns. Sie kriegen das Nein, ich muss die IBAN vorher haben. Sie müssen vorher haben. Ja, natürlich. Aber das macht keinen Sinn. Genau das macht den Sinn. Keine Firma will eine IBAN von mir haben. Die wissen doch gar nicht, mit welchem Konto ich überweisen will. Ich habe mehrere Konten. So, und okay, nun? Okay. Ich habe Ihre Fragen verstanden. Ja, Sie konnten sie nur nicht beantworten. Ich werde eine Rücksprache mit meinen Kollegen halten. Gut, machen Sie das. Und wenn wir Ihre Probleme lösen können, dann wird mit uns eine wahnsinnige gute Zusammenarbeit. Wahnsinnig kann durchaus sein. Sie werden bei uns gut verdienen.
Das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal genau, wie Sie arbeiten. Ja, natürlich, Sie können daran Zweifel haben, das verstehe ich. Und Gut. meine Aufgabe ist, diese Zweifel wegzunehmen. Ja, wie? Das haben Sie ja Das noch nicht mache ich. geschafft. Das verstehe ich. Deshalb, ich habe noch nicht genug Erfahrung, dies zu machen. Aber, wie ich Ihnen gesagt habe, nach der Rücksprache mit meinen Ja, Kollegen, dann fragen Sie, ich warte am Telefon. Dann machen Sie jetzt die Rücksprache. Ich warte jetzt am Telefon. das geschieht nicht Doch, in jetzt. einer Minute. Ja, dann halt 2 Minuten, Noch nicht kein in einer Minute. Problem. 2 Minuten ist auch kein Problem. Verstehen Sie, Nee, verstehe ich nicht. Herr Düffelsburger? Ich verstehe nicht, okay. Herr Düffelsburger, in diesem Moment sind nicht alle zuständigen Kollegen vor Ort. So, ich kann das nicht mit Ihnen Wie besprechen. Das viele ist einfach. zuständige Kollegen brauchen Sie denn, um so eine Entscheidung zu treffen? Oh, Ihre Fragen sind so kompliziert. Och, Das das ist kompliziert zu sagen. doch, Normalerweise natürlich. entscheidet sowas der Chef. Normalerweise der Chef, ja, der Genau. Chef entscheidet. Wie viele Kollegen brauchen Sie denn noch, um so eine Entscheidung zu treffen? Vielleicht, Chef kann auch andere Kollegen fragen, auch andere, auch seine Vorgesetzte. Der Chef hat doch keine Vorgesetzte. Unser Chef, das ist eine Hierarchie, Herr Düffelsburger. Ja, In der oberste jeder Chef, Firma haben Sie eine der Hierarchie. oberste Chef entscheidet. Dann fragen Sie den obersten Ja. Chef. Der hat keine Aber Vorgesetzten. zum Beispiel, wenn Sie bei einer Firma wie Mercedes-Benz oder Volkswagen einen Mitarbeiter fragen, dass es nicht notwendig ist, dass er bis zur obersten Etage heraufgeht Bitte und was? auch mit CEO spricht. Wichtige Das Fragen werden von der Geschäftsführung gemacht. Und Ihre Oh, Geschäftsführung ist ja, darf ich mich bitte ausreden? Ihre Geschäftsführung ist der Chef. Und der muss ja wohl nicht noch andere Leute fragen, ob er Entscheidungen treffen darf, oder? Wenn Chef auch selbst Fragen hat, Wen dann sollte soll der es Chef denn auch seine fragen? Vor Der Chef entscheidet doch. Wen sollte der Chef denn fragen? Er ist der Chef. Vielleicht mit Ihnen fragen sollen wir auch bei unserem CEO fragen. Das weiß ich nicht. Das ist doch der Wie Chef. sind Mein Gott, was ist, sind Sie denn für eine komische Firma? komische Firma. Na gut, okay. Das ist Bringen Sie es in gut. Das ist Erfahrung. gut, dass Sie bei uns. Rufen Sie mich einfach an, Okay. wenn Sie es in Erfahrung gebracht haben. Dann rufen Sie einfach nochmal Okay. an. Okay, vielen Dank, Herr Düffelsburger, für dieses Gespräch. Ihre Gespräche mit mir sind sehr nützlich, deshalb ich kann von Ihnen sehr viel Erfahrung kriegen. Vielen Dank. Ja, das brauchen Sie Und bis vielleicht dahin, auch. wenn ich Ihnen noch einmal angerufen habe, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Hallo? Guten Tag, Herr Würfelsburger, guten Tag. Guten Tag. Es spricht Konrad Agenmann. Gestern, wir haben mit Ihnen schon gesprochen und ich habe nachdem Ihnen eine Mail geschickt. Eine Mail schon mit unserer kooperativen Adresse. Da muss ich Haben Sie das nachgucken. gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Ja, bitte. Ja, Ja. ja. Vielleicht haben Sie es nicht gelesen, ja. Aber Bitte? die Mail wurde geschickt. Ja, das sehe ich ja dann, wenn ich sie sehe. Augenblick, ich muss erst mal das. Das Thema unseres Reden Sie nicht Gesprächs. dauernd dazwischen. So, ich muss erst mal gucken. Mail, Postfach. Hier ist eine Mail bekommen. Ja gut, aber und was haben Sie mir da geschickt? Einfach nur einen Text und ich habe doch nach was anderem gefragt. Sie haben uns gefragt von zwei Dingen. In erster Linie, warum wird von unserer Bitte kooperativen was? Ich Adresse verstehe nicht Sie täglich. leider, ich verstehe Sie leider nicht. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Machen Sie bitte den Mund auf beim Sprechen.
So, jetzt versuchen Sie es nochmal. Also, Sie haben von uns zwei Dinge gefragt. In erster Linie wollten Sie wissen, warum wir nicht von unserer kooperativen Adresse schicken. Richtig. So, damit sind wir fertig. Deshalb, ich habe Ihnen schon die Mail von unserer kooperativen Adresse geschickt. Diese haben Sie. Okay. Dann, zweite Frage war, warum wir Ihnen die IBAN nicht geben? Unsere IBAN, ich meine. Richtig, genau. Über diese Frage bekommen Sie die Antwort auch in unserer Mail. Nö, steht da nicht. Steht da nicht. Steht da nicht? Okay. Ich öffne die Mail selbst. Moment. Also, diesmal sende ich Ihnen den Brief von unserer kooperativen Mailadresse. Da unten erhalten Sie von uns das kurze Info darüber, wie es bei ich uns ich kann es selber lesen, aber hier steht. Hier steht zum Beispiel, Augenblick, ich suche es raus. Hier steht, brauchen wir Ihnen nicht unsere IBAN zu senden. Wie soll ich dann überweisen? Wie sollen Sie uns überweisen? Verstehen Richtig. Sie, dass Sie bekommen von uns eine Richtung? Eine Rechnung. Ja. Dazu brauchen Sie meine IBAN nicht. Ich weiß, wie Banken arbeiten. Meine Frau ist selber arbeitet auf einer Bank. Sie ist eine Bankerin. Die hat mich ausgelacht, als ich ihr das erzählt habe. Also, Herr Wiffensburg, wir stellen zu Sie, es gibt keinen Auskauf. Was gibt's nicht? Machen Sie doch mal bitte einen Deutschkurs. Ich verstehe Sie nicht. Sie stammeln so dermaßen. Sind Sie nervös? Hallo. Also, hat Sie noch die... Hallo. Ja, hat sie Ihnen die Sprache verschlagen? Herr Wiffensburger, es geht nicht um einen Verkauf. Wir verkaufen Ihnen nicht. Was bieten Sie denn? Natürlich ist das ein Verkauf. Natürlich ist ein Verkauf. Ich soll Geld einzahlen bei Ihrer Firma. Das ist ein Verkauf. Das ist ein Vertrag. Es geht um eine Rechnung für Sie, um ein Konto von Sie zu erstellen. Um ein Konto von Sie zu aktivieren. Darum geht es. Nicht Richtig. Verkauf. Und ein Konto bei Ihrer Firma, das ist ein Vertrag. Ja, das ist ein Vertrag. Richtig. Aber und um einen Vertrag, um Bankdaten zu senden, brauchen Sie nicht meine IBAN. Das ist Blödsinn. Meine Frau hat mich ausgelacht, als ich ihr das erzählt habe, was Ihre Bank für Daten braucht. Das ist Blödsinn. Wenn Sie bei uns, wenn Sie zu einer Bank kommen und wollen fest Geld anlegen, in diesem Fall brauchen Sie überhaupt keine IBAN, auch bei Bank abzufragen. Bitte was? Oder nicht? Ich verstehe Sie einfach wenn nicht. Auch wenn ich eine Festgeldanlage mache bei einer Bank, es geht so, ich besuche den Bank, spreche mit einer Angestellten und sage, ich möchte Geld anlegen. Das sage ich dem Angestellten. Und die Angestellte, es bekommt von mir die Summe des Geldes und dann erstellt von mir ein Konto. Wenn das Konto erstellt wird, habe ich schon die IBAN. Früher kann ich diese IBAN nicht haben. Nein, Sie brauchen keine IBAN von mir. Sie erstellen, wenn ich Festgeld irgendwo anlegen will, dann lege ich das auf einem Konto der Bank an und nicht bei Ihnen. Und dazu brauche ich, wenn ich auf die Bank gehe, das Geld bar einzahle, dann gebe ich es da ab. Zu Ihnen brauche ich Überweisungsdaten, da ich bei Ihnen nicht bar einzahlen kann. IBAN überhaupt macht einen Sinn, wenn wir einen Verkauf machen.
In diesem Fall machen Sie überhaupt keinen Verkauf. Wenn Sie einen Verkauf machen, einen Vertrag. In Fall überhaupt einen Verkauf. Ich will verkaufen Ihnen nicht, das unterstreiche ich noch einmal. Wir verkaufen Ihnen nicht überhaupt. Wir wollen nur Ihnen ein Konto erstellen. Ein Konto. Richtig. Und dazu brauchen Sie, dazu erstellen Sie ein Konto bei Ihrer Firma. Und dazu brauchen Sie meine IBAN nicht. Warum nicht? Ja, das ist einfach so. Das ist Bank. Sie kennen sich im Bankgeschäft gar nicht aus. Ja. Vielleicht. Ja, richtig. Sie kennen sich nicht aus. Richtig. Ja, ja. Ich bin kein Angestellter bei Bank. Ich bin ein Angestellter bei unserer Firma. Und unsere Firma, wie ich Ihnen schon erklärt habe, unsere Firma macht keinen Verkauf. Deshalb, zum Beispiel im vorherigen Job, wir verkaufen die Dinge online. So, es geschieht so. Ein Kunde sieht eine Ware und diese Ware im Pass. Wenn die Ware im Pass, dann entscheidet er, die Ware von uns abzukaufen. Er telefoniert uns, schreibt eine Mail oder so etwas und Sie, sagt, ich Sie möchte reden, von Sie Ihnen reden etwas ein Blödsinn, kaufen. Das ist sondergleichen. Es geht nicht um einen Verkauf, es geht um einen Vertrag. Und dazu brauchen Sie keine Kontonummer von mir. Punkt. Wir müssen für Sie ein Konto erstellen bei uns. Richtig, Zählen, genau. Und dazu brauchen Sie meine Kontonummer nicht. Sie sind scheinbar wirklich nicht sonderlich intelligent. Das ist aus formalen Gründen. Wir sollen Was bitte? Herr Düsselsburger, aus formalen Gründen. Was ist denn? Ich verstehe leider Ihr Deutsch nicht. Lernen Sie doch mal Deutsch, wenn Sie in Deutschland anrufen. Ich habe verstanden, dass Sie bei uns keine Konto eröffnen wollen. Das habe ich so verstanden. Ja, aber schauen wir doch mal. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, bitte was? Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, Betrüger. Tschüss, Vielen Betrüger. Dank für Tschüss, dieses Betrüger. Spiel. Tschüss, Betrüger. Ja, auf Tschüss, Betrüger. Auf Wiederhören. Tschüss, Betrüger. Auf Wiederhören. Tschüss, Betrüger. Auf. Tschüss, danke, Betrüger. Danke, danke. Tschüss, danke Betrüger. Für dieses Kompliment. Ja, tschüss, Betrüger. Okay, wir können fortsetzen. Ja, natürlich, okay, klar. Hervorragend. Können wir noch eine Stunde lang weitermachen? Können wir gerne weitermachen? Ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt. Ja, und ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, dass Sie ein Betrüger sind. Genau. Und genau das ist meine Aufgabe: Ihre betrügerischen Seiten in YouTube zu stellen. Sie werden auch dieses Video, was ich aufgenommen habe, über Ihre komische Firma bei YouTube sehen. Haben Sie unsere Seite? Natürlich. Sie haben unsere Seite, ja. Und wie das heißt? Och, haben Sie mir alles doch geschickt? Ich habe Ihnen geschickt meine Mail. Richtig. Meine Mail, damit Sie das sehen könnten. Habe ich doch. Nein, sind Sie nicht. Eine produktive. Gut, dann beweisen Sie doch mal, dass Sie eine reguläre Firma sind. Sie sind ein Finanzdienstleister, wo sind Sie reguliert? Wo sind wir reguliert? Ja, genau. Ich bin kein Buchhalter bei unserer Firma. Das muss man auch nicht sein. Wo ist Ihre Firma reguliert? Sie sind doch ein Kontomanager, sowas muss man wissen. Von einem Finanzdienst ist Firma reguliert. Bitte was? Von einem Finanzdienst, von einem Finanzamt Firma reguliert. Nein, ein Finanzamt reguliert dich. Wo sitzt denn Ihre Firma? In Düsseldorf, ich habe Ihnen gesagt, schon vor... Hey, vor mal ruhig den Ton. Sie sitzen nicht in Düsseldorf. Nicht in Düsseldorf. Warum, nee. Warum Sie so denken? Weil ich so denke, ja, genau. Aber warum? Aus welchem Grund? Weil Sie ein Betrüger sind. Sie sitzen, Sie sprechen kein Deutsch. Ja, Ihre Meinung über meine Deutsch habe ich verstanden. Sehr das schön. Verstehe ich. Okay. So, wo sind Sie denn nun reguliert? Vielen Dank. Wo sind Sie denn nun reguliert? Ich verstehe auch diese Sie sind in Düsseldorf, also müssen Sie bei der BaFin reguliert sein, richtig?
Sie besprechen mit mir die Verfahren. Sie haben keine Antworten. Sie haben keine Antworten. Sie sind keine reguläre Firma. Sie tun nur so, als wären Sie. Wo sind Sie denn reguliert? Sie sind in Düsseldorf, dann sind Sie bei der BaFin reguliert. Richtig oder nicht? Wollen Sie das Geld verdienen oder nicht? Wollen Sie antworten? Nein, ne? Sie wollen nicht anrufen. Sie sind nicht reguliert. Sie sind eine Fake-Firma. Sie sind eine Betrügerfirma, die übrigens aus der Schweiz anruft. Als Düsseldorfer Firma. Sehr seltsam, ne? Okay, Herr Würfelsburger. Ja, was denn? Haben Sie im Internet angemeldet? Richtig, genau. Um Betrügerplattformen wie Ihre davon zu bringen, lange mit mir zu telefonieren, weil in dieser Zeit können Sie niemanden anderen betrügen. Das ist meine Aufgabe. Ihre Aufgabe als eine Aufgabe des Bürgers verstehen Sie korrekt. Bitte, okay. Was bitte? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Ihre Sprache nicht. Das habe ich mehrmals gehört von Ihnen. Gestammelt haben Sie das, richtig. Sie haben das schon mehrmals gestammelt, stimmt. Ja. Genau. So, und wo sind Sie denn nun reguliert? Wissen Sie nicht, ne? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil Sie so schlecht Deutsch sprechen. Soll ich es auf Englisch sagen? Ja. Soll ich es auf Englisch sagen? Regulation, falls Sie Englisch verstehen. Na, warum glauben Sie, dass ich Englisch kenne? Ja, das ist eine reine Vermutung, weil alle Russen kennen Englisch, alle Russischsprachen. Sie sind irgendwo aus dem Ostblock. Warum glauben Sie, dass ich aus... Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Haben Sie wieder nicht verstanden? Alle Betrüger, die mich in letzter Zeit anrufen, rufen aus dem Osten an. Nein, ja, natürlich. Leider muss ich Ihnen Tschüss sagen. Ja, ist klar, jetzt verbissen Sie sich, wie immer, weil Sie keine Antwort mehr haben. Wir haben Sie entlarvt. Wollen Sie doch jemanden grüßen, die YouTube-Zuschauer vielleicht? Ich bedanke Ihnen. Ja, ich bedanke Ihnen. Ein dummer Betrüger, herrlich. Herrlich schön. Wieder ein dummer Betrüger, der reingefallen ist. Und wollen Sie noch irgendwie grüßen auf YouTube? Okay. Ja, weiß ich. Hey, das ist Stuttgart. Weiß ich. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat Ihnen Zeit gekostet und mir bringt das Geld. Okay, vielen Dank auf die Hilfe. Ja, tschüss, Betrüger. Na klar, muss man die IBAN des Kunden wissen, um eine Rechnung zu schreiben. Unglaublich, mit welchen Spinnereien die kommen, um Daten von Opfern zu bekommen. Natürlich bekomme ich kein Geld für meine Videos, da ich nicht monetarisiert habe. Aber das triggert die Betrüger immer so schön, wie auch manch andere Geschichten, die ich den Betrügern in den Telefonaten vorflunkere. Bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt nette Menschen um euch und bleibt vor allem neugierig. Euer Callcenter-Crasher.